Schön, dass du da bist und mein Video gefunden hast. Ich begrüße dich heute mit einer Legung mit den ungarischen Karten und natürlich auch noch eine Kaffeesatzlesung, wie du siehst, eine Mokka-Lesung für dich. Natürlich geht es hier wieder nach wie vor um die Liebe und stimme dich voll und ganz auf deine Situation ein und natürlich schließe deine Augen und sende mir deine Gedanken zu. Konzentriere dich auf deine jetzige Situation. Warum geht es hier in die Liebe? Was sollst du auch wirklich wissen? Warum geht es hier in der Liebe? Ja, es geht noch nach wie vor um Verlustängste, nach wie vor zu viel Kopflastigkeit, nach wie vor zu viel Kontrolle, aber auch um Vertrauen, dass es hier auch bald weitergeht, dass es in der feste Verbindung mit deinem Herzensmenschen geht, auch wenn du noch anfänglich so ein bisschen zögerlich bist und unentschlossen bist, also du weißt es ganz genau, dass es hier um eine Seelenpartnerschaft geht und natürlich weißt du auch hier, dass es hier darum geht wirklich, dass du diesen Neuanfang wirklich wagst, also auch in eine andere Richtung zu gehen. Oft sind natürlich auch Stagnationen dafür da, dass du auch erkennst, dass du halt auch einen Neuanfang wagst. Und das steht auch wirklich hier mit großem Glück. Ich lege natürlich für dich die Karten aus, also das große Blatt mit den ungarischen Karten für dich. Also es geht nach wie vor um die feste Partnerschaft, um das Urvertrauen und um den Neuanfang. So, wir legen natürlich die Karten aus für dich. So, ich hoffe, ihr seht die Karten. So, das sind die Karten, 4x die 8, die 32er Blatt für euch. Ich hoffe, ihr seht alle Karten hier, dass alle Karten hier wunderbar drauf passen, damit ihr das sehen könnt. Wunderbar. So, also ich beginne mit der Deutung hier. Also es geht Stück weit wirklich um dich. Also du bist hier auch sehr kopflastig. Du schaust auch so ein bisschen ja, in diese Anziehungskraft, aber so ein bisschen von Abstand, also mit Abstand. Also das heißt, dass du mehr also neutral betrachtest, also von, nicht vom Gefühl, sondern vom Kopf aus betrachtest. Warum habe ich diese starke Anziehung? Ist das vielleicht karmisch? Warum bringt das so viel in Bewegung in mich? Warum habe ich hier so viel Lebensfreude? Und ja, und warum diese Anziehungskraft? Warum bewegt mich das so sehr? Also das denkst du und intuitiv weißt du auch, dass dich das auch in eine Stabilität bringt. Denn du fühlst dich selber. Du hast diese starke Anziehungskraft so stark in dir zu deinem Seelenpartner. Und unbewusst weißt du das, das ist hier die Bewusstwerdung bei dir da und du weißt auch ganz genau, dass du deine Themen anschauen sollst, dass du deine Themen natürlich auch bearbeiten sollst.
Hier ist dein Herzensmensch. Hier sehe ich ihn unten. Und es geht auch wirklich darum, also er schaut auch hier. Definitiv schaut er hier auch, dass er seine Themen halt auch bearbeitet, dass er hier natürlich auch mit dir kommuniziert. Unbewusst hat er noch so ein bisschen Zögerlichkeit und Unentschlossenheit. Er weiß nicht recht, wie sehr er dir vertrauen kann, wie sehr er in eine feste Partnerschaft mit dir gehen kann. Und natürlich wünscht er sich unbewusst den Neuanfang mit dir. Und natürlich wünscht er sich auch unbewusst halt hier dieses große Glück mit dir in diese Seelenpartnerschaft. Allerdings ist er auch jemand, der schon alles mehrfach überdenkt, mehrfach nachdenkt. Also ich nehme hier definitiv eine sehr starke, Wasserelement wahr, aber ich nehme auch hier einen sehr starken Erdelement wahr. Also auf eine Art hat er sehr tiefe Gefühle für dich und auf andere Art hat er also auf jeden Fall nicht nur tiefe Gefühle, sondern er hat auch hier teilweise diese Kontrolle noch da, so dass er alles mit dem Kopf erfassen möchte, alles geklärt haben möchte, alles so diese Greifbare haben möchte in deine Richtung, dass er, also alles, was für ihn nicht greifbar ist, dass er das auch anzweifelt, ja, auch, dass er da auch so ein bisschen zögerlich vielleicht reagiert oder einfach abtut. Wir schauen jetzt mal wirklich seine Seite an. Also es geht darum, dass seine Gefühle hier also sehr stark in der Heilung gehen und es geht auch darum, der ist also sehr gewachsen jetzt in diese Rückzugzeit und natürlich ist er auch wirklich so seine Phasen durchgegangen, also von Traurigkeit angefangen bis zum Ärgern, vielleicht auch teilweise ärgert er sich über sich. Und das nehme ich also ganz, ganz stark hier wahr. Und also diese Nähe und Verbundenheit ist aber trotzdem da geblieben zwischen euch. Und er ist jetzt auch in eine Energie, dass er zunehmend, also wirklich die Verantwortung übernehmen möchte und zunehmend auch darüber nachdenkt, dass er auch dafür gerade stehen möchte, auch in der Öffentlichkeit, in deine Richtung. Also es geht definitiv hier bei dir um die große Liebe. Also er ist sehr stark mit dir verbunden. Also für dich fühlt sich das wirklich wie Liebe an. Und ich nehme hier jetzt auch wahr, dass es auch so bleiben wird. Also du wirst das jetzt hier auch nicht ausradieren können. Also das ist so in dein Leben getreten und das wirst du auch so wirklich annehmen. Was ich hier sehe, dass du auch Schwierigkeiten teilweise hast, mit Verantwortung zu übernehmen, dass du wirklich dazu gerade stehst, nochmal, dass du mutig bist, dass du nochmal die Situation in deine Hand nimmst. Da hast du wirklich Schwierigkeiten damit und ich nehme das jetzt auch definitiv sehr stark wahr, dass dass du auch im Außen daran arbeiten möchtest und zwar mit der Hilfe der Spiritualität, dass du auch sehr stark deinen Selbstwert auch hier bearbeitest. Also der Selbstwert ist schon so sehr stark da und von allen Dingen, du bist ja auch jemand, der so sehr treu ist. Also du bist schon deinem Seelenpartner sehr treu ergeben. Und ich nehme das jetzt hier definitiv wahr, dass hier auch bei dir, die Treue auch sehr große Rolle spielt. Aber auch so ein bisschen, dass du dich halt im Hintergrund hältst. Also dass du dich so ein Stück weit so ein bisschen zurückhältst. Also bei dir nehme ich dein Selbstwert wahr. Also du hast an deinem Selbstwert sehr gearbeitet, du hast auch deine Bedürfnisse angeschaut, also du bist da
schon ein Stück weit egoistischer geworden. Auch in diesem Prozess bist du sehr gewachsen. Was ich jetzt hier noch definitiv sehe, das hier, also auf jeden Fall, dass du jetzt mittlerweile so viel Abstand dazu gewonnen hast, dass du hier wirklich ja, die Kontrolle auch einfach in dein Leben für dich übernommen hast. Ich nehme jetzt hier sehr stark wahr, dass hier bei dir auch eine Rolle spielt, dass du auch noch an dieser Situation dran bleibst, dass du Ausdauer hast, Kraft und Stärke und dass du wirklich im Vertrauen gehst, denn so können deine Gefühle definitiv heilen und werden sie auch heilen. Also bei deinem Seelenpartner nehme ich die große Liebe wahr und seine Gefühle, die auch zunehmend heilen in deine Richtung. Und ich nehme auch jetzt hier bei ihm also wahr, dass es im Außen noch so ein bisschen Schwierigkeiten geben könnte in seinem Umfeld, in seinem näheren Umfeld und dass er halt auch halt karmisch ist, dass er erstmal so seine Aufgaben lösen muss, bevor natürlich weitergeht. Was sehe ich hier definitiv? Also ich sehe hier, wie gesagt, also ich sehe hier, dass es für ihn eine große, große Liebe ist mit dir und es wird auch bestehen bleiben. Er ärgert sich manchmal selber über seine Zögerlichkeit und Unentschlossenheit und also im Vordergrund steht, dass er seine Gefühle heilen soll und also auf jeden Fall auch Verantwortung übernehmen soll. Das nehme ich hier definitiv wahr und also wirklich auch im Außen natürlich auch mit dir auch kommuniziert, also von außen auch mit dir redet, also wirklich real. So, bei dir nehme ich wahr, diese starke Anziehungskraft ist sehr, sehr präsent bei dir. Und es geht auch definitiv hier, bei dir geht es wirklich darum, dass du auch an der Situation dran bleibst, dass du das nicht aufgibst, dass du wirklich mit der Spiritualität auch bestimmte Dinge hier in der Hand nimmst und ja, auch von allen Dingen auch wirklich deine Bedürfnisse auch betrachtest und auch diese Situation auch Stück weit wirklich reifen lässt. Das spielt auch wirklich eine große Rolle. So, also ich sehe hier, also mit der Kommunikation, also wird eine sehr liebevolle Kommunikation von deinem Gegenüber, es wird eine sehr erfolgreiche Kommunikation sein. Und also ich nehme hier auch wirklich wahr, dass er wirklich auch bereit wird, hier wirklich Verantwortung zu übernehmen oder halt sich auch ein Stück weit zu bekennen. Also er wird auch mit dir wirklich das Gefühl haben, nach Hause angekommen zu sein. Und also ich nehme jetzt hier wirklich wahr, dass es hier im Außen auch dir auch zeigen wird. Und das ist schon mal eine große, ja, große Fortschritt. Natürlich werde ich jetzt auch hier die Kaffeetasse, also die Mokka-Tasse auch umdrehen und auch hier hinlegen, bis es abtropft. Und natürlich werde ich hier noch einige Fragen stellen, was ist für dich wichtig zu wissen. Und ich bitte jetzt um 7 Karten. Was sollst du auch für dich so aus der Situation wirklich erkennen? So für dich. So sind 8 Karten für dich gefallen. Und wir schauen jetzt mal. So für ihn 7 Karten. Also ich möchte gerne 7 Karten. Natürlich, wenn mehr Karten kommen, dann wissen wir auch, dass die Engel uns ja auch mehr zum Mitteilen haben oder der Universum uns auch mehr mitteilen möchte, was wir hier aus der Situation, also für uns, erkennen sollen. Ja? So,
was euch beide verbindet, also ist die Machtkampf. Also es geht wirklich darum, nicht in der Machtkampf zu sein. Also ihr sollt beide wirklich schauen, dass ihr nicht in diesem Machtkampf seid. Das ist also ganz, 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 ganz wichtig. So, ich schaue natürlich jetzt mal für dich die Botschaften an. Also du bist noch hier zu sehr in der Kontrolle. Also du schaust auch in der Beziehung, wie soll das denn auch jetzt weitergehen? Versuchst du vieles mit dem Kopf zu regeln, vieles also wirklich bewusst zu steuern. Und das kann man nicht, Gefühle kann man nicht steuern. Und also es geht wirklich darum, dass du das erkennst und auch so ein Stück weit deine Heiligkeit auch natürlich auch hier fließen lässt, dass du das auch einfach so deine Göttlichkeit, deine Heiligkeit auch zulässt. Also es geht hier ein Stück weit um die Rollen. Also wenn du bestimmte Rollen hast, ja, die du spielst, also dass du zu lieb bist oder du hast jetzt die Rolle, dass du dich da aus der Situation distanzierst oder du zeigst dieses Unnahbare, dann spielst du eine Rolle und du bist nicht authentisch. Und da gilt es wirklich daran, wirklich zu arbeiten und diese Rollen abzulegen. Es geht um deinen persönlichen Mythos. Du hast bestimmte Dinge, die du vorstellst in deinem Leben, dass du wirklich überprüfst, was ist so dein Mythos, was glaubst du, dass es richtig ist und was ist das, was du auch wirklich hier ein Stück weit auch loslassen sollst. Ja? Wir schauen jetzt weiter, wie das weitergeht. Also es geht definitiv hier weiter, dass du dich da erhebst und in ein höheres Bewusstsein hineingehst. Also das heißt, lass dich führen, lass dich intuitiv leiten und du wirst auch schon merken, dass sich die ganze Situation zum Positiven bei dir entwickeln wird. Also es geht um die Liebe. Umso mehr Liebe du in der Situation hineinbringst, umso schöner wird sich das auch für dich entwickeln. Denn Liebe ist eine sehr, sehr hochschwingende Energie, die höchste im Universum. Und das kann auch wirklich ganz, ganz viel hier bewirken bei dir. Wir schauen jetzt mal weiter. Natürlich, hoppala, was ist noch die Botschaft? Also schließe Frieden mit der Vergangenheit. Also es geht wirklich darum, dass so deinen inneren Frieden generell zu finden. Das ist also ganz wichtig, wenn du im Frieden bist mit allem, was ist und wenn du diesen Machtkampf loslässt und sagst du, ja, ich muss nicht gewinnen, ich muss auch nicht recht haben, ich kann meinen Seelenpartner auch einfach sein lassen. So, dann hast du hier die Verbindung wieder also sehr, sehr deutlich und sehr präsent da. So, wir schauen jetzt mal seine Botschaft, dass für ihn die Botschaft ist, also, oh, er bekommt jetzt erstmal sehr die erste Karte, die Sexualität. Also ihm bewegt momentan auch die Anziehungskraft zu dir. Auch die Sexualität, was er auch immer wieder spürt, das bewegt ihn sehr. Und es geht auch ein Stück weit wirklich darum, dass er halt dieses verborgene Selbst auch natürlich anschaut. Wo ist er noch nicht selber authentisch? Wo ist er noch in bestimmten Rollen? Was kann er auch noch wirklich hier loslassen und weglassen? Es geht auch darum, dass er in der Vergebung geht. Sei es jetzt in deine Richtung in Vergebung geht oder für sich ein Stück weit auch selber vergibt, dass er sagt, ich vergebe mir, denn ich konnte zu gegebener Zeit nicht halt anders handeln und ich gehe in Vergebung und ich lasse diese Situationen also wirklich los. Es geht auch darum, also seinen Visionen zu folgen. Er hat mit Sicherheit auch Visionen, wenn er an dich denkt, also das spielt schon eine große Rolle und es geht auch wirklich darum, dass er so dann den Erfolg auch in diese Verbindung mit dir leben wird, wenn er so seine Vision natürlich auch erstmal vorstellt, ja, seine eigene innere Vision und sich darauf fokussiert, dann wird sich das auch natürlich auch verändern, ja. Es geht auch hier ein Stück weit
wirklich darum, im Fluss zu bleiben. Und natürlich auch nicht im Kopf, sondern einfach vom Gefühl her auch leiten zu lassen, im Fluss zu bleiben. Und es geht auch wirklich darum, dass er so diese negativen Gedanken, entweder könntest du dich rächen oder irgendwie diese Vergeltung ist immer ein Stück weit so eine Opferkarte, dass er das loslässt, dann wird das auch natürlich sich ganz, ganz anders entwickeln. Also, er soll auch so seine eigenen Erwartungen an sich selber natürlich auch so steuern, dass das natürlich auch vorbei ist. Und es geht auch darum, vielleicht hat er auch sehr hohe Erwartungen an sich selber und das resultiert auch aus dem anderen Leben, aus dem früheren Leben, die hier wirklich noch eine große, 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 große Rolle spielen könnte. Ja, also ich habe für euch natürlich auch nochmal die Liebesorakelkarten Amos Botschaften mitgebracht von Toni Carmine Salerno. Und also ich werde jetzt mal natürlich für dich und für ihn auch die Karten mischen. Wir fragen erstmal natürlich für dich. So, du bekommst die Karten, das ist für dich Zeit zum Nachdenken, gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit zu, also du sollst also nochmal nachdenken. Und wir schauen jetzt mal wirklich seine Seite an, welche Karte für ihn fallen möchte. Und das ist nur die Liebe für dich befreien, lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Also das ist die Botschaft jetzt für diese kommende Woche für euch. Und natürlich möchte ich auch gerne für euch diese Kaffeesatz auch, diese Tasse auch deuten, was die Tasse sagen möchte. So einmal gucken wir, wann der sich melden wird, also eine ganze Woche, also andere Tage, ja fast, also fast 2 Wochen wird er sich nicht melden. Ja, also das sind fast zwei runde Kreise, die hier wirklich vollendet sind. Schau mal hier, also ich hoffe, so könnt ihr das auch wunderbar sehen. Hier die Tasse könnt ihr auch wirklich reinschauen. Ich kann gegebenenfalls natürlich auch hier mit meinem Stift auch hier darauf zeigen. Schau mal, wenn du hier den Rand schon mal anschaust, das sieht für mich aus wie so Berge oder so Hügel, wenn ich das so umdrehe. Das heißt, es könnte auch noch Schwierigkeiten geben in diese kommenden 2 Wochen, also mit euch. Ja, also wenn ich jetzt hier so die Tasse betrachte, dann sehe ich hier, dass diese Schwierigkeiten dennoch so nach unten gehen werden, wie du siehst. Also es ziemlich hier unten sich alles angesammelt hat und es lichtet sich am Horizont, also einiges. Was ich jetzt hier wirklich sehen kann, also ich sehe hier einen Drachen. Also der Drachen symbolisiert für mich immer die weibliche Urkraft, das Urvertrauen, das Erdgebundensein, also mit der Hilfe des Vertrauens, mit der Hilfe der Intuition, mit der weiblichen Urkraft, könnt ihr auch diese Zeit, also wunderbar, also wirklich überbrücken. Was ich jetzt hier sehe, ich sehe hier sehr viele Bäume. Die Bäume symbolisieren für mich auch wirklich, dass es hier auch ein Wachstum möglich ist zwischen euch beiden. Das nehme ich jetzt hier definitiv wahr. Und also, was sehe ich denn jetzt hier? Also ich sehe hier auf jeden Fall so eine Buddha-Figur, der mir das symbolisiert, also dass du halt in der Ruhe, in der Meditation gehen sollst, in deine innere Mitte finden sollst, ja, und dadurch wirst du auch diese Zeit hier überbrücken. Ich sehe hier einen Mann, also einen Mann, der hier fröhlich ist und tanzt und hüpft. Also du wirst dafür Gründe haben, um fröhlich zu sein, das nehme ich hier wahr. Und was nehme ich jetzt hier noch wahr? Also ich nehme jetzt hier wirklich wahr, nochmal eine Figur, also das ist eine weibliche Figur, die auch wirklich hier tanzt mit Leichtigkeit, also sehr viel Tanz und Bewegung und Leichtigkeit nehme ich wahr. Umso leichter du bist, umso mehr du in diese Leichtigkeit gehst, umso besser
wirst du bestimmte Dinge halt auch wirklich manifestieren. Ich sehe hier auch ganz, ganz viele Krafttiere, die dich hier auch wirklich bewegen. Also ich sehe hier definitiv eine der Krafttiere, sehe ich hier die Kuh. Dann sehe ich hier auch auf jeden Fall, sehe ich hier nochmal einen Elch. Ich sehe hier auch, was könnte das jetzt auch hier nochmal sein, also so einige Tiere ineinander, ja. Dann sehe ich hier den V, sehe ich auch da, so V steht für die Schönheit auch, für Selbstbewusstsein auch und natürlich ein Mann, der so ganz spontan hier über den Felsen runtergeht. Also sollst du dich führen lassen, du sollst wirklich deinen Ruf des Herzens folgen. Du sollst also ganz in Vertrauen sein und also dich führen lassen einfach generell. Ich sehe hier noch ein Pärchen, die auch wirklich also hier zusammen so eng verschlungen miteinander ist. Das nehme ich jetzt hier auch wahr. Und also was noch? Was sehe ich denn noch? Also ich sehe hier ganz viel Licht, was hier wirklich wie so ein Funken, wie so ein Stern hier aus der Mitte entspringt. Also da kommt plötzlich, hast du vielleicht auch eine Erleuchtung oder ein schönes Gefühl oder eine Eingebung, was dich hier auch in deinem Seelenprozess auch wirklich weiterbringt. So, natürlich möchte ich gerne auch noch mal eine Frage stellen. Und ich frage jetzt einfach, kannst du auch Nachrichten in naher Zukunft jetzt in diesen kommenden Tagen erwarten, ja oder nein? Oh, das ist aber wunderschön. Also ich hoffe, das kannst du auch hier wirklich sehen. Also ich sehe hier einen weißen Pferd und das ist wirklich wie so ein trojanischer Pferd. Also achte mal auf die Nachrichten, wenn wirklich Nachrichten zu dir kommen, dass du auch wirklich beobachtest, ja, also hinter den Nachrichten auch, dass du auch wirklich auch der Inhalt genau prüfst, genau anschaust, dass du dich nicht hinter Licht führen lässt, dass du also wirklich da auch ganz auf deine Intuition auch hörst, ja. Nicht nur, was du siehst, sondern lese auch zwischen den Zeilen. So, wir fragen nochmal, hat er denn noch Gefühle für dich? So, und das ist auch ein wunderschönes Symbol, denn ich sehe hier wirklich einen Mann, der hier entweder eine Rose in der Hand hält oder so ein kleines Lichtchen in der Hand hält. Und das symbolisiert, oh, das seht ihr gar nicht, das symbolisiert hier wirklich für mich jemand, der dir ein Geschenk hier überreicht und auch wirklich für dich das, also hier definitiv auch hier etwas Schönes mitbringt. Also die Frage war, hat er denn Gefühle für dich? Oh ja, und zwar ganz, ganz besondere Gefühle für dich. So, die nächste Frage, was sollst du tun jetzt in dieser Zeit? Also ich sehe in diese Karte, also ich sehe hier, dass hier ein Pärchen miteinander hier tanzt oder geht und also ganz viel Offenheit, also die Hände ausgestreckt. Also ich würde sagen, was sollst du tun, wenn er auf dich zukommt? Auf keinen Fall sollst du ihn wegschicken, sondern sollst du ihn mit offenen Armen und mit offenen Herzen empfangen. Ich hoffe, da bist du mit in Resonanz gegangen, konntest du das annehmen. Und hast du auch deine Antworten hier in diese Legung gefunden? Wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich über ein Like, über dein Abo, über dein Kommentar sowieso. Falls du eine persönliche Beratung möchtest, sehr gerne schreibe mir einfach auf meine Kontaktdaten und das findest du in der Infobox verlinkt. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus. Und sage Tschüss, ihr Lieben, bis bald, eure Reka.